Jetzt will ich mir die Kolonialzeit mal anschauen. Und ich bin so. Oh, so gefrustet, dass ich mich so doof angestellt habe. Der Zettel hinkt so offensichtlich. Ich gucke mir jeden Dreck an, nur nicht diesen blöden Zettel. Ernsthaft? Stark. Okay, was an der Toilette ist denn stark? Bäh, das stinkt. Das ist dagegen ein Argument. Was haben wir hier? Kumquatbaum. Kumquats. Das Schild. Die alten Toiletten. Gut, was haben wir hier drüben? Das ist, wo die Umgebung hier... Ach, das ist das Hotel, wie es früher aussah. Alles klar. Haben wir denn jetzt die Pläne? Ja, und ein Dosen... Warum haben wir einen Dosenöffner dabei? Um Himmels Willen. Selbst in der Vergangenheit... Der ist total verschmutzt. Selbst in der Vergangenheit steht hier auch noch ein Auto rum. Quasi. Gottes Willen. Aber das ist doch nicht dasselbe Haus wie in der Gegenwart, oder? Was haben wir denn hier für einen Brief? Können wir den nicht lesen? Sie sind brillant. Was für ein Design. Kommen Sie sofort nach Baltimore. Oh, ich kenne da jemanden, dem wir das schicken können. Das sollten wir mal bei Gelegenheit die Toilette hochspülen. Das ist doch der Cousin. Was denn los? Keine Lust auf Reden, was? Schweigegelübde oder so, richtig? Ich glaube, dir müssen wir die Zukunft stellen. Hey, das ist cool. Ja. Bis später, Kumpel. Suchen wir erstmal Red Edison. Vorschlagbox. John Hancock. Hallo. Jupp. Hallo. Was? Ach so, kalt. Was ist los? Kalt? Kalt? Ich friere. Warum macht ihr kein Feuer? Ich bitte Jefferson ständig um ein Feuer, aber er will nicht. Sagt, er braucht den Holzblock für die Nachwelt und will ihn nicht hergeben. Er gibt den Holzblock hungernden Kindern? Ich werde einfach nicht beachtet. Ich wette, wenn George, ich war einen Winter lang in Valley Forge, Washington, kalt wäre, bekämen wir ein Feuer. Ah, ich muss dem Typen also ordentlich kalt machen. Was macht ihr Jungs hier? Wir schreiben eine Wir entwickeln eine Verfassung für die Vereinigten Staaten. Sag nicht entwickeln, sonst wird mir noch kälter. Flasche. Warum trinkt ihr keinen heißen Kaffee? Ich hasse Kaffee. Er macht mich ganz nervös und dann werde ich ganz zappelig.
Okay. Schon mal Entkoffinierten versucht? Ich spreche von Entkoffeiniertem. Wiss? Warum unterschreibst du so groß? Astigmatismus. Gesundheit? Du meinst, du hast einen Kindheitskomplex? Okay, die Wahrheit ist, dass mir mal ein Freund sagte, Frauen würden auf Männer mit großer Unterschrift stehen. Ja, scheint nicht wirklich zu klappen, oder? Solltet ihr Jungs nicht arbeiten, statt nur rumzusitzen? Blackout. Uns fällt nichts mehr ein. Deswegen haben wir da die Vorschlagbox hingestellt. Du hast nicht zufällig eine gute Idee, oder? Wie wäre es mit dem Recht auf freie Meinungsäußerung? Freie Meinungsäußerung? Nein, das würde nie klappen. Tolle Decke, Mann. Dankeschön. Die habe ich von meiner lieben farbblinden Tante Hetty. Die farbblinde Tante. Ich muss gehen. Na, mein Guter. Hey, großer langer Mann. Mein Name ist Hogi. Sehr interessant. Ich bin selbstverständlich Thomas Jefferson, berühmter Gelehrter, Musiker, Reiter, Student der Wissenschaften, Mitglied der Bar. Der was? Oh, sicher. Ich hab von dir gehört. Könntest du bitte ein Feuer machen? Ich würde dir gerne helfen, junger Mann, aber es geht nicht. Das ist der einzige Holzblock und er ist für die Nachwelt. Warum? Wie kannst du Hancock so leiden lassen? Ein richtiger Mann wärmt sich an seinem Geist. Hör dir Georges Erfahrungen im Valley Forge an und lern daraus. Ja, wir sind ein ganz toller Hecht, nicht wahr? Sagte ich schon, dass du da tolle Sachen trägst? Nun ja, ich studierte in Virginia Mode und Design mit dem Hauptfach Kragentheorie. Ich war Kapitän der Hochschul-Halstuchmannschaft. Das ist wirklich imponierend, Tom. Thomas. Ich liebe deine Arbeit über die Unabhängigkeitserklärung. Ach, danke. Was hat dir am meisten gefallen? S und F? Ich mochte die S, die wie Fs aussehen. Aha. So. Hey, sag mal, ist das die Verfassung? Im Moment ist es nur eine Verfassung, leider. Wir hatten einen kleinen kreativen Blackout nach der Präambel. Deswegen haben wir da vorne die Vorschlagbox. Wie wär's erstmal, wenn du ihm warm machst? Was ist da drin, Tommy? Thomas, mein Name ist Thomas. Und dies, mein Freund, ist eine Zeitkapsel. Gefüllt mit Erinnerungen an unsere Zeit, um später entdeckt zu werden. Okay. Und wie geht's der Zeitkapsel? Tut mir leid, es zuzugeben, aber außer meinem Holzblock haben wir nichts anderes. Bis später dann. Was? Was passiert später? Ja, genau. Rennt hier noch ihr. Oh, George Washington. Entschuldigung. Ja?
Wonach hältst du Ausschau? Die Zukunft unserer Nation. Das Pärchen da am Baum? Nein, nein. Ich bewundere nur mein Spiegelbild im Fenster. Schön, nicht? Boah, du siehst aus wie George Washington. Laut Mrs. Washington sogar ziemlich. Mein Name ist Hogi. Wie das Butterbrot? Wie drollig. Was? Es gibt Hogi Butterbrot? Ist das wahr mit dir und dem Kirschbaum? Oh ja, das stimmt wohl. Nun, ich habe hektarweise Kirschbäume gefällt. Oh. Ich wette, du hast es verlernt. Du könntest keinen Baum fällen, um deine Oma zu retten. Verlernt? Ich? Ha! Ich würde es dir schon zeigen, wenn ein Kirschbaum hier wäre. Aber wie du siehst, gibt es hier keinen. Dann ich fälle nur Kirschbäume. No. Familientradition, verstehst du? Nur Kirschbäume. Da draußen gibt es nichts außer Zedern und Kumquats. Muss ich den umfärben? Also die, oder muss ich die Kumquats umfärben? Können ja mal hier durch die Schwingtür. Spaghetti. Öl. Eine Wasserpumpe. Echt geil. Ja. Sicherlich, sicherlich. Und hier? Was erwartet uns auf dieser Seite? Nichts. Ach, ein Eimer immerhin. Den wir natürlich uns auch krallen. Oh, eine Bürste. Erstmal alles einstecken. Alte Tradition. Was kann ich denn gerade machen? Was kann ich denn sonst gerade machen? Oh, guck mal, die Uhr ist schon damals hier gewesen. Hat die auch einen geheimen Raum dann? Ja, natürlich. Ah, der gute Red Edison. Voll mit Plänen und Müll. Naja, dann können wir ihm ja hier gerade mal was abgeben. Superbatterie, was? Brillantes Design. Manchmal staune ich selbst über mich. Jetzt brauche ich noch Öl, Essig und Gold. Toll. Öl habe ich. Exzellent! Das brauche ich für meine Superbatterie. Und jetzt noch Essig. Wo kriege ich jetzt Essig her? Was haben hey. Wir hier? Ups! Nur Angestellte dürfen den Laborkittel benutzen. Können wir mit dem reden und angestellt werden? Hey! Was gibt's? Kommst du mir bekannt vor? Du kommst mir bekannt vor. Natürlich tue ich das. Ich bin Red Edison, der Begründer, um nicht zu sagen der Besitzer dieses Gasthauses.
Vielleicht hast du mein Bild mal in einem wichtigen Journal gesehen. Ich glaube, die Verbindung ist auf anderer Seite existent. Oder vielleicht auch nicht. Kennst du Ben Franklin? Franklin? Mit dem würde ich nie zusammenarbeiten. Oh, Wunderpunkt. Er hatte eine blöde Idee über Brillen mit einem grünen und einem roten Glas. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Was war denn die Geschichte? Kenne ich das aus das Geheimnis des verlorenen Buches oder so mit Nicolas Cage? Da war doch was. Was machst du da? Ich arbeite an einer neuen Superbatterie mit einer wahnsinnigen Speicherkapazität. Ja, das ist der Plan, den wir dir gegeben haben. Ich latsch dann mal ein bisschen rum. Verflucht, wo kriegen wir jetzt das Gold her? Dann lauf aber nicht über etwas Zerbrechliches auf dem Weg nach draußen. Auf jeden Fall können wir den Designtext mal in die Zukunft oder in die Gegenwart, besser gesagt, schicken. Der dürfte dem guten... Oh. Schon bald wird die ganze Kraft des Himmels mir gehören. Nur mir. Wenn wir nur schlechteres Wetter hätten. Der gute Franklin. Tja. Dieses Dokument mit dem Design, das müssen wir mal in die Zukunft schicken, damit wir diesem Designer in der Zukunft ein bisschen bessere Laune verschaffen können. Und nebenbei brauchen wir halt noch Gold und Essig. Oh. Wiss? Hier bin ich, immer mit der Ruhe. Entschuldigung, Mr. Washington. Wer bist du? Ja. Ich nehme an, hier schläft George Washington. So, ich bin fertig. Okay. Dann gehen wir mal raus. Gehen wir mal zur nächsten Tür. Ist das nicht der Hase, der... LucasArts hatte doch auch ein Spiel mit einem Hasen und einem Hund, oder? Das ist, glaube ich, dieser Hase. Ja, ja. Die Fahne kommt ja gleich dran. Ich arbeite so schnell ich kann. Kein Problem. Lass dir Zeit. Erzähl mir nicht, das ist schon wieder ein neuer Entwurf für die Fahne. Ich habe einen anderen Entwurf für die Fahne. Ich habe einen anderen Entwurf für die Fahne. Ich wusste es. Was haben unsere Gründungsväter jetzt wieder ausgebrütet? Naja, sind wir schon Gründungsväter? Wir sind doch nur Hoagie.